Wir drücken eine Taste. Und damit willkommen hier bei The Last Guardian. Einem Spiel, auf das vermutlich ganz viele ganz, ganz lange gewartet haben. So auch ich in gewisser Art und Weise. Und inzwischen ist es ja beinahe untypisch geworden, dass ich bei einem Spiel im Hauptmenü starte, aber hier mache ich es, denn ich habe das Spiel noch nie gestartet und möchte mit euch gemeinsam jede Sekunde erleben. Ja, ich habe es im anderen Zusammenhang bereits gesagt. Damals Shadow of the Colossus zu meiner PlayStation 2 Zeit damals. Eins meiner Traumspiele, das ich immer haben wollte, aber es war damals schon viel zu teuer. Und ja, damals andere Maßstäbe natürlich. Und inzwischen, ja, nicht 10 Jahre später, aber damals war eben auch schon The Last Guardian im Gespräch als neues Meisterwerk des Entwicklers. Und umso gespannter war ich darauf, The Last Guardian zu spielen. Und jetzt ist es endlich da. In Anführungszeichen 10 Jahre später. Bevor wir ein neues Spiel starten, gehen wir ganz kurz in die Optionen. Kamera. Wir lassen mal alles auf Standard. Bildschirm, Helligkeit lassen wir auf Standard. Audio. Oh ja, Mitternachtsmodus aus. Okay. Copyright. Okay. Ja. Alles klar. Okay. Wir starten ein neues Spiel. Ich bin extrem gespannt und habe echt hohe Erwartungen. Ganz kurz vorneweg, was mich interessiert, ob das Spiel wirklich schafft, bei mir das Gefühl zu erschaffen, dass Trico, unser Begleiter hier, wirklich ein denkendes Wesen ist. Das ist ein sehr hoher Anspruch, den ich habe. Es wird ja seit jeher in diesen Spielen sehr viel Wert auf KI gelegt, vor allen Dingen auch damals in ICO. Und dementsprechend habe ich sehr hohe Ansprüche auf die KI unseres Begleiters, auf seine Intelligenz, auf sein Wesen, auf sein Verhalten. Ich bin gespannt. Ganz kurz noch vorneweg, inwiefern der ganze Sound richtig abgemischt ist, das weiß ich noch nicht genau. Ich habe hier links die Sound-Kontrolle offen und werde das eventuell nacharbeiten. Ich hoffe, dass das so von der Lautstärke her okay sein wird. Aber gut, genug gequatscht. Wir starten ein neues Spiel hier bei The Last Guardian. The Last Guardian. Okay, wir bekommen hier unsere erste Anweisung. Wir drücken die Schultertasten und ihr seht, wir verdrängen hier diese Symbole, die sich hier in unserem Bildschirm auftun.
Inomotu Otunom Isara Bear. Aukunana Awizi Ieda Kunam. Okay. Wir bewegen den linken Stick. Oota-sama kaku unagu ietage. Okay, der Erzähler ist definitiv hier unser Protagonist als Erwachsener. Sehr interessant. Wir werden also auf jeden Fall meine Schlussfolgerung überleben. Und wen haben wir denn hier? Aweniata Onis Inarazi Ateitara Kyak Agemas Nom Anoimi. Adunadokut Adarakata Aoku. Wow. Wow. Ganz ruhig, mein Kleiner. Okay, wir dürfen nicht zu nah rangehen. Ich bin nicht da. Oh, oh. Oh, oh. Schön liegen bleiben, hey. Oh, seht mal da hinten. Eine Wunde. Seht ihr das? Am hinteren Ende? Oh, es sieht ängstlich aus. Und in mir macht sich eine kleine Gänsehaut breit, muss ich ehrlich zugeben. Wir können das auch schleichen, okay. Ich gedrückt halt eine X-Taste. Die Kamera lässt sich etwas sperrig nachsteuern. Okay, springen auf Dreieck, okay. Wow. Wollte ich nicht. Ist das Trico? Ich schätze mal schon, oder? Als ja, ist er auf jeden Fall verwundet und hat noch seltsam. Ist das ein Stück Panzerung auf seinem Kopf? Ja, oder? Das Tier war als andere als glücklich. Das kann ich mir vorstellen. Also genau wie ich müsst auch ihr mitlesen. Die gesprochene Sprache ist eine fiktive Sprache. Aufheben. Werfen. Wow! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie er sich darauf fixiert? Wow, guck mal! Er reagiert auf das Fass, seht ihr das? Er hat auf das Fass reagiert, da seht mal! Er sieht das Fass. Es tut mir echt leid, aber ich sag ja, das ist für mich wirklich extrem interessant, inwiefern Rico auf mich wirken wird. Hier können wir, glaube ich, ein Tor öffnen. Das ist sehr ehrenhaft, dass du das tun wolltest. Hebel ziehen. Und komm schon. Sehr interessant, dass er von den Symbolen auf seinem Körper als Symbol spricht. Ich dachte halt immer, es wäre eine Art Kriegsmalerei oder sowas in der Richtung. Ich schätze mal fast, dass wir die Fässer noch gar nicht nehmen sollten, oder? Wahrscheinlich müssen wir erst, ja,
zu seinem Heck gehen, zur Wunde. Ja, ganz ehrlich, ich will Trico hier nicht alleine lassen. Vorausgesetzt, es ist Trico. Wir schleichen uns mal an die Wunde heran. Oh. Alles gut. Will dir nichts tun. Hörte mich nicht. Der hat ganz schön Blut verloren. Ganz ruhig, mein Großer. Was? Du kannst doch nicht auf die Wunde springen. Oh, okay. Können wir doch Speer entfernen. Ah. Oh, nein, das muss doch wehtun. Ah. Wow. Autsch. Okay, er liegt doch immer da, wie er vorher da lag, aber... Hey! Er hat das Fass gefressen! Und ich meine nicht den Inhalt des Fasses, er hat das Fass gefressen! Wow! Okay. Ich glaube, unser Großer hier hat Hunger. Ich hab's schon geahnt. Dafür sind die Fässer also da. Du frisst mich aber nicht auf, oder? Das wäre nicht nett. Wow, okay. Ja, okay, ich hab verstanden. Okay, ich hab verstanden. Ich soll nicht zu dir kommen. Ja, okay, okay. Hier, ich werf's zu dir. Okay, hier. Nimm. Bitteschön. Ja, ich gehe ja schon. Okay, okay. Du kannst das fast nicht mitessen. Ist bestimmt nicht gesund für die Darmflora. Und der guckt zum nächsten Fass da oben. Seht mal. Bleib schön hier liegen, ja? Schön liegen bleiben. Der Weg ist eingestürzt. Der ist ja total fertig, der Arm. Was mit dem passiert? Ja, alles gut. Ich hol schon. Ich geh schon. Ich beeil mich. Ah, dass man auf Dreieck springt, da muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Das ist fremd. Okay, wir können es also auch hier an so... Können wir nicht. Okay, Moment, ich muss erstmal klarkommen. Hier kommen wir hoch. So. Ah! Ah, ich verstehe schon. Okay, okay, Moment. Hoch, genau. Ducken und durchkrabbeln. Ah, okay, okay, okay. Ich wollte mich da langhangeln. Und einmal aufheben, bitte. Aber wo sind wir hier überhaupt? Eine große Ruinenstätte? Adam, ne, ich glaube, seinen Hunger können wir nicht stillen, außer wir springen selbst in seinen Magen. Okay. Wir nehmen das Fass und bringen ihm auch dieses. Ganz ruhig, mein Großer, ja? Ich will dir nur helfen. Er ist hier festgekettet, aber warum? Und wer hat ihn hier festgekettet? Wo sind wir überhaupt? Wer sind wir? Fragen über Fragen. Okay, er sieht das Fass.
Jetzt sieht das Fass und hier, nimm das Fass. Entschuldigung. Entschuldigung, gegen die Nase geworfen. Und der frisst echt nur, wenn wir auf Distanz gehen. Mehr hier wird nicht mehr großer. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Pfeil im Körper bleibende Schäden verursacht. Also ein Speer eher gesagt. Nochmal vorsichtig hingehen. Oh. Oh. Hey. Okay. Dürfen wir hingehen? Oh, wie flauschig. Guckt euch an. Hier ist noch ein Speer. Und raus damit. Es tut mir leid, wenn es weh tut, aber es muss sein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder, komm schon. Oh. Oh. Undank ist der Welten Lohn. Ich bin kein Happy Happy. Trico rufen. Wow. Hey. Er hört. Ach, guck mal. Weiß nicht, ob der süß oder beängstigend aussieht. Wow. Nicht mich auffressen. Okay, er hat immer noch Blut im Gefieder. Ja, er ist festgekettet. Ja, ja. Riecht nicht gut, so eine Kette, ne? Kann ich mir vorstellen. Boah, ist der riesig. Kann ich jetzt einfach an dem hochklettern? Ja! Ach, guckt mal! Und wie die Federn! Ach, guckt mal! Ich fühle die Federn, wisst ihr das? Guckt euch an! Schön hoch da! Lauschi Bauschi! Oh! Oh! Ein Hebel! Können wir so vielleicht die Ketten lösen? Wow! Oh, Trico, pass doch auf! Ha. Oh, guck mal! Der kratzt sich wirklich Federn raus! Hey! Er hat den Helm ausgezogen!
Oh. Ich glaube, er spürt die Freiheit. Rico? Hey! Hey, warte! Nicht weglaufen! Hey! Autsch! Sonst muss ich an deinem buschigen Schwanz hochklettern, wenn du mich nicht mitnehmen willst. Ach, guck mal. Ja, ich bin's. Hallo, du hast mich vergessen. Hallo, ich bin... Na, komm schon. Hallo, ich bin's. Na? Wow. Friss ruhig, wenn du willst. Ist alles gut. Wow. Ey. Der hat richtig viel Feingefühl. Habt ihr das gesehen? Hier ist noch ein Fass. Möchtest du es auch haben? Ja, ne? Hier? Möchtest du? Schaffst du das aus meiner Hand? Oder soll ich sie lieber runterwerfen? Hier. Einfach so. Mit Holz. Wir können es hinsetzen. Tatsächlich, guck mal, wir können meditieren. Oder was macht er da? Okay. Geht's auf jeden Fall nicht gut. Ich weiß schon, da oben kommt man durchkrabbeln. Ich will mich unten auch nochmal umsehen. Ja gut, stehen kann er schon inzwischen. Alles gut soweit. Ach so, ja. Erstmal Pause machen, ne? Und gähnen. Ja? So sind wir so drauf, ne? Oh, wie süß. Oh, guckt's euch an. Ja. Leute, und damit sind wir am Ende angekommen. Das war's. Rico schläft und wir sind alle glücklich. Überall die Symbole an den Wänden. War schon sehr niedlich, ne? Rico streicheln. Oh, ein bisschen knuddeln. Ein bisschen knuddeln. Ich glaube, der schläft. Der merkt das gar nicht. Ja, komm, Trico. Nicht schlafen. Ja gut, der hat wahrscheinlich gerade fast, hat der wirklich... Ich meine, biologisch muss er, aber hat der wirklich da unterm Schwanz? Ist das wirklich... Ja, ich weiß, was da oben der Weg ist. Das musst du mir nicht sagen. Ich will doch nur ein bisschen mit Trico spielen, meine Güte. Das ist doch nicht so gemein. Okay, wir kommen über Trico auf jeden Fall nach oben. So. Und da können wir durchkrabbeln. Das habe ich auch schon gesehen. Trico, schön liegen bleiben, okay? Ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, meine zentrale Frage... Ich habe immer noch zwei zentrale Fragen. Erstens, wer sind wir? Warum sind wir alleine? Und zweitens, wo sind wir? Wer und wo? Aber wer weiß, vielleicht steht das Ganze hier genau wie auch damals Ico und Shadow of the Colossus irgendwie miteinander in Verbindung. Okay.
Eine Felsspalte. Okay, hier ist es scheinbar ganz schön... Oh ja, hier ist es ganz schön kalt. Da komm durch da. Was? Wow. Oh. Wow. Wow. Wo sind wir denn hier gelandet? Noch mehr dieser Symbole. Muss hier ganz schön eisig sein. Hier ist Wasser drin. Aber wo sind wir hier? Ist ein Grab hier? Seht mal. Aufheben. Wow. Atu'u, Anigumav, O Imagak Ono. Iezi, Inotugo, Yeharozi, Onustishiazi, Yano no tu, Katnek, Yetesmatic, Inotu Kariku, Awezi. Bergen, ja? Ach, guck mal, wie schön. An den Rücken gehängt. Okay, ein leuchtender Spiegel. Müssen wir damit vielleicht auf genau das gleiche Symbol leuchten? Runde. Ist schon sehr, sehr beeindruckend, der Raum. Wir gehen mal zurück. Mal sehen, ob mit Trico noch alles in Ordnung ist. Ey, großer, flauschi flausch. Bist du noch da? Hallo? Hallo? Okay. Ja. Okay. Der Spiegel beeinflusst definitiv Rico. Kamikak also boy, own Torikono, Awiz, in Isitsdak, Italatu, Ataduia, ye widow moy, own Torikono, ye war. Wow! Spiegel plus Schweif von Trico gleich Blitz. Ah, können wir jetzt so die Tür da freilegen, oder was? Okay. Rico? Hey! Nicht weggehen! Ja, oder doch. Oder wir müssen... Ah, Moment, Trico, vielleicht hast du ja recht. Komm mal mit, mein Großer. Das wäre hier vielleicht... Autsch. Vielleicht hier?
Ich glaube eher weniger, oder? Einfach mal durchknuddeln. Tut mir leid, Rico. Yurare-tu, yebare-sa-wo, kuku-tu, ite-wishits-dak, on-tori-kono. O-tu-kyu-re-byu-kuz, o-ra-tu-ata-due, ano-yasti. Wow, yo! Entschuldigung, Trico. Entschuldigung, aber es hat funktioniert. Hey, warte, nehm mich mit. Wow. Nehm mich mit. Er wartet richtig, oder? Guck mal. Na komm. Oh, ein bisschen knuddeln. Ach so, du legst dich erstmal hin, ja? Hey, kommst du auch durch, oder? Ich würde schon fast sagen. Na komm. Atatui, Ono Obumaka, Onira Kyabeta, Ramiezi, Otrikuno, Yetarastezi. Uno Duck. Ahinoro Kuinuzi. Guck mal, er wartet richtig auf uns. Er will uns nicht über den Haufen laufen. Alles gut, Schwiko, ich bin ja da. Seht ihr, wie vorsichtig der ist? Na komm, Trico, weiter geht's. Menschenfressende Fabelwesen also. Na komm, schön Schritt halten, mein Großer. Wow, vorsichtig. Wow. Ein bisschen aufpassen, ne? Ich bin sehr, sehr, sehr sensibel. Ja, wir haben uns drüber gemogelt. Okay. Trico, komm. Die schönen Vasen. Ja, das ist schon sehr süß gemacht, ne? Wie vorsichtig der uns herkommt, um uns bloß nicht zu zertreten. Ja, alles gut. Alles gut. Wow. Können wir schwimmen? Kann Trico schwimmen? Ich glaube nicht, dass wir schwimmen können. Ich glaube wirklich nicht, dass wir schwimmen können. Ey, möchtest du vielleicht runterspringen? Guck mal auf deinen Kopf, ja? Weil die Stirn kraulen.
Ja, sieht schon sehr, sehr flauschig aus, ne? Da haben die sich auch extra viel Mühe gegeben, muss man sagen. Also es sieht schon lebensecht flauschig aus. Keine Frage. Ich habe meine Zweifel daran, dass wir schwimmen können, wisst ihr das? Ah ja, guck mal hier. Wusste ich's doch. Ah, vorsichtig. Ja, hier kommt er aber nicht hinterher, ne? Ey, das ist Wasser, ne? Traust du dich? Weiß ja nicht. Wenn du nicht schwimmen kannst, lass es lieber. Na, ich glaube, es behagt ihm nicht so richtig. Mir auch nicht. Können wir schwimmen oder nicht? Wir können schwimmen. Okay, Rätsel gelöst. Ob wir jetzt gut schwimmen können oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wir können schwimmen. Alles gut, Rico, vielleicht finde ich einen Weg für uns beide. Na, kommst du? Wasser mag der wahrlich nicht. Ja, ne, wie hat der Ratte das? Agiukui?